Genau. Ja, Thema ist heute Sphinx, das Dokumentationstool und wie man damit seine Dokumentation internationalisieren kann. Kurz ein paar Worte zu mir selbst. Name wurde gerade schon gesagt. Ich mache seit 2001 Softwareentwicklung mit verschiedenen Technologien. Heute ist das in der Hauptsache Django, Python und Anpassungen von Mercurial. Und seit 2008 mache ich es selbstständig. Habe inzwischen eine kleine Firma, die heißt Transcode. Und meine Homepage ist keimlink.de bzw. @keimlink auf diversen sozialen Netzwerken. Da kann man auch gerne noch hinterher dann Fragen an mich richten, wem später nochmal Sachen einfallen. Ja, es geht bei dem Vortrag um Sphinx. Wer jetzt hier vielleicht noch nie was mit Sphinx gemacht hat oder nicht genau weiß, was Sphinx ist. Sphinx ist ein Python Documentation Generator, sprich man kann, ja, also es ist in Python geschrieben und es generiert Dokumentationen. Die Dokumentationen werden geschrieben in Restructured Text, was eine Auszeichnungssprache ist, genauso wie Markdown oder die anderen textbasierten einfachen Auszeichnungssprachen. Und ein Vorteil von Sphinx ist, dass es eine ganze Menge verschiedene Ausgabeformate hat. Man kann ganz klassisch statische HTML-Seiten generieren, kann aber auch genauso gut LaTeX erzeugen, um PDF zu rendern. Man kann Man-Pages damit generieren oder Textinfo oder auch Plaintext. Inzwischen gibt es, glaube ich, auch noch so andere Formate wie EPUB und sowas. Das heißt also, man kann mit der einen einzigen Restructured Text Dokumentation diese ganzen verschiedenen Formate generieren. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil. Aber was man natürlich auch gerne möchte, ist dann vielleicht die Dokumentation in verschiedenen Sprachen anbieten. Denn gerade wenn ich jetzt eine Dokumentation in einer bestimmten Sprache wie Deutsch geschrieben habe, erreiche ich damit natürlich längst nicht alle Leute. Also hätte ich die vielleicht gerne noch in Englisch und dann vielleicht auch zum Beispiel gerne in Chinesisch oder in Spanisch. Und dann habe ich ja schon den Großteil der Weltbevölkerung abgedeckt. Genau. Ja. I18N ist ja die gängige Abkürzung für Internationalisierung in der Programmierwelt. Und konkret bedeutet das ja einfach, dass man sein Produkt, in dem Fall zum Beispiel die Dokumentation oder auch seinen Source Code, ohne dass man dieses Produkt ändert, an neue Sprachen anpassen kann. Gängiges Tool dafür ist ja NuGetText. Gibt es ja auch Python-Bindings für im Python Core. Und das kann sich natürlich dann hier Sphinx zunutze machen. Erste große Frage, die sich bei der ganzen Sache natürlich stellt, ist, will man jetzt eine Dokumentation für alle Sprachen haben oder will man lieber eine Dokumentation für jede Sprache? Das ist jetzt ein bisschen ein skurriler Satz. Muss man erstmal überlegen, was meint er jetzt eigentlich damit? Ja, konkret bedeutet das, eine Dokumentation für alle Sprachen bedeutet, ich habe eine einzelne Dokumentation und der kann ich mit sowas wie Gettext alle Sprachen erzeugen. Was aber auch ein Ansatz sein kann, ist, ich kann eben für jede für jede Sprache eine eigene Dokumentation schreiben. Zum Beispiel gibt es ja diese ganz bekannte Request-Bibliothek und die macht es so. Request gibt es Dokumentationen auf, ich glaube, Japanisch und ich glaube Spanisch oder so und eben auf Englisch, also verschiedene Sprachen. Und die werden alle manuell gepflegt. Das heißt, sie setzen nicht irgendwelche Leute hin, machen auf der einen Seite das Original auf der anderen Seite nehmen sie dann ein neues Sphinx-Projekt und fangen halt an, das alles händisch zu übersetzen. Das ist beim ersten Mal vielleicht nur eine Fleißarbeit. Spätestens bei der Aktualisierung der Dokumentation ist das eine Arbeit für Verrückte, weil, also jedenfalls nach meiner Auffassung, weil man muss halt dann genau gucken, was hat sich da geändert und die Teile dann entsprechend neu übersetzen. Und das ist natürlich alles ganz schön frickelig. Und genau für solche Sachen wurde ja eigentlich Gettext gemacht, dass ich dann eben nur noch diese Dateien habe mit den Strings, die daraus extrahiert wurden und nur noch diese Strings übersetzen muss und natürlich sowas auch ganz leicht dann eben sehen kann, wenn ich die Strings neu erzeuge aus den Quellen, was hat sich geändert. Ne? Genauso wie ich auch mit Source Code normalerweise arbeite, eben strukturiert. Man könnte auch sagen, möchte ich meine mehrsprachige Dokumentation strukturiert erzeugen oder möchte ich das lieber unstrukturiert machen? Und ich denke halt, strukturiert ist da der bessere Weg. Es gibt auch von Sphinx, wie man hier sieht, eine kleine Illustration, wie das Ganze so passiert. Das ist also aus der Sphinx-Dokumentation, kann man unter dem UL da unten finden. Und der Ausgangspunkt ist halt, dass man das Sphinx-Projekt hat, was man links auf der Seite sehen kann. Und man hat eben diese Restructured Text Sourcen, die meistens .rst-Files sind.
Und das Erste, was man macht, ist, man ruft Sphinx-Bild-Get-Text auf, das einem diese POT-Files erzeugt. Das sind quasi Kataloge, also die Rohfassung der Kataloge mit den ganzen Nachrichten drin. Sprich, da ist dann immer der Originalzeichenkette, die ausgeschnitten wurde aus dem Dokument, und unten drunter ist dann die leere Stelle, wo dann die Übersetzung rein muss. Ne? Und solche Kataloge erzeugt das Sphinx Build Get-Text mit Hilfe von Get-Text, und mit denen kann man dann weiterarbeiten. Man kann dann zum Beispiel so ein Tool wie Pootle benutzen, um es dann daraus, das ist so eine Online-Übersetzungsplattform, um daraus PO-Files zu erzeugen. Und dann können Übersetzer eben die PO-Files übersetzen und eben für jeden Originalstring einen Übersetzungsstring hinzufügen. Man kann dann mit dem Tool Message Format, was ein Kommandozeilentool ist, dann aus den PO-Files MO-Files erzeugen. Das sind dann Binär-Files mit diesen Katalogen, die dann dazu geeignet sind, dass, wenn man dann nochmal Sphinx-Bild aufruft, aber diesmal eben mit einer bestimmten Sprache, dass dann Sphinx-Bild erkennt, ah, alles klar, jetzt ist die Sprache nicht Englisch, mein Originalprojekt ist zum Beispiel nicht Englisch, sondern Deutsch. Dann hole ich mir diese ganzen deutschen MO-Files und setze eben dann immer an jeder Stelle, wo ein Text zur Übersetzung gekennzeichnet ist, für den Originaltext den übersetzten Text ein. Und an allen Stellen, wo eben der Originaltext keine Übersetzung hat, bleibt der Originaltext stehen. Und so hat man dann am Schluss eine übersetzte Dokumentation. Ja, das Bild sieht noch recht einfach aus. Bei der Beschreibung merkt man schon, es ist ein bisschen komplizierter. Wir können uns mal jetzt hier die blutigen Details angucken. Das ist die Konfiguration. Üblicherweise ist die Dokumentation ja in so einem Docs-Verzeichnis bei Sphinx-Projekten. Man hat da drin eine ConfPy-Datei, in der die ganze Sphinx-Konfiguration drin ist. Und das sind die drei relevanten Settings für die Internationalisierung. Nämlich Language ist die Standardsprache, also die Sprache, die sozusagen das Sphinx-Projekt hat. Per Default sozusagen, wenn man so will. Beziehungsweise das ist auch das Language-Setting, was Sphinx-Build benutzt, wenn man kein Language-Setting selber angibt. Local-DIRs sind die Verzeichnisse, in denen Sphinx nach diesen MO-Files sucht. Also wo Übersetzungskataloge gesucht werden, in denen schon Übersetzungen drin sind, mit denen man dann etwas ersetzen kann. Und neu seit Version 1.1 von Sphinx, was gerade der aktuelle Stable Release ist, ist Get-Text Compact. Damit kann man einstellen, wie das Get-Text sich verhält, wenn es Unterverzeichnisse findet. Also man kann ja seine Sphinx-Dokumentation so schreiben, dass man da einfach ein paar Dateien hat und da sind die ganzen Kapitel drin, die man schreibt, aber manchmal möchte man das dann noch tiefer organisieren, also legt man in dem Docs-Verzeichnis noch ein Verzeichnis an, da dann noch eine Index-RST und da drin noch mehr Dateien. Wenn man das Get-Text Compact auf Tool hat und diese Get-Text-Funktionalität von Sphinx findet so ein Verzeichnis und die ganzen Dateien da drin, dann wird das alles zusammengesammelt in eine große Datei, die so heißt wie das Verzeichnis, und da ist dann ist ein großer Katalog für das gesamte Unterverzeichnis. Und setze ich dieses Get-Text Compact auf False, dann wird quasi auch für jede Datei in dem Unterverzeichnis ein einzelner Katalog angelegt. Das kommt dann immer darauf an, wie man das strukturiert, ob das dann sinnvoll ist, das an- und abzuschalten. Je nachdem, wie viel Inhalt in so einem Unterverzeichnis drin ist. Weil natürlich ist es für eine Übersetzung schlecht, wenn die Kataloge irgendwann total riesig sind. Also kann zumindest schlecht sein. Genau. Ja, die ganze Prozedur sieht dann so aus. Also das, was auf dem Bild zu sehen war, ist das dann in Realität sozusagen, was man wirklich machen muss. Das erste ist eigentlich noch relativ eingängig. Man nimmt das Make-File von Get-Text, von Sphinx, und ruft diesen Get-Text-Kommando auf. Das erzeugt dann einem diese ganzen POT-Files. Danach wird es dann schon ein bisschen unangenehmer. Man muss dieses sehr lange Kommando aufrufen, um aus den POT-Files PO-Files zu bauen. Dann kann man sich hinsetzen, die ganzen PO-Files übersetzen oder in Übersetzungsbüro schicken, übersetzen lassen. Dann muss man mit Message Format aus den PO-Files, die man dann hat, MO-Files bauen, und am Schluss kann man dann wieder unten mit Make, indem man Make einfach eine andere Sprache übergibt. Wir gehen sozusagen hier davon aus, dass das unsere Standardkonfiguration hier ist, also Englisch, und deswegen bauen wir hier Deutsch, wie man dann sieht. Ne? Wir haben oben DE angegeben als Zielsprache und unten geben wir auch wieder Language gleich DE an, dem Sphinx-Builder, dass der dann die entsprechenden Übersetzungen aus diesem Locale-Verzeichnis zusammensucht.
ja, die Folie ist auch mehr dazu gedacht, einfach mal zu zeigen, was passiert. Es geht gar nicht darum, dass jetzt jeder hier alles versteht, denn das ist eher eine traurige Geschichte. Und wenn man so seine Übersetzung bauen muss, ist natürlich klar, dass einem das nicht viel Spaß macht und dass man da keine Lust drauf hat. Ja, wenn man mit Sphinx 1.1 arbeitet, hat man eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, sich selber Tools zu schreiben, die das alles machen. Das habe ich bisher auch immer gemacht und damit mehr schlecht als recht gelebt. Seit Sphinx 1.2 ist es besser geworden. Es gibt nämlich so ein Sphinx INTL Package und das kann man sich installieren, zusätzlich zu Sphinx. Man macht wieder wie vorher Make-Get-Text und dann kann man Sphinx INTL einfach aufrufen und ruft diesen Update-Befehl auf, gibt mit -L die Zielsprache an und sagt noch, in welchem Verzeichnis die ganzen POT-Files liegen, die man mit dem Make-Get-Text gebaut hat. Also Sphinx liegt ja immer in so einem Underscore-Bild-Verzeichnis diese ganzen Builds ab, die es macht, Bild-HTML oder Bild-LaTeX-PDF. Und genauso liegt dann da auch ein Bild-Locale. Und da liegen die ganzen POT-Files drin, die sammelt das eine und macht die PO-Files daraus. Natürlich muss man das Kommando weiterhin aufrufen, wie auch schon vorher, aber es ist ein Kommando, was man ausführen kann, ohne gleich irgendwie eine Macke zu kriegen bei der ganzen Tipperei. Weiterer Vorteil hiervon ist, man kann mit -L gleich die Option mehrfach geben. Das heißt, ich kann ja auch noch -LFR, -LES und noch irgendwelche Sprachen machen und kann halt dann gleich die ganzen POT-Files für die verschiedenen Sprachen generieren, in die ich übersetzen möchte, also die ganzen Zielsprachen mit einem einzigen Kommando. Und dann gebe ich die Texte eben wieder zum Übersetzen weg oder mache die ganze Arbeit selber. Und am Schluss muss ich dann eben nur noch machen Sphinx INTL Build und nicht wieder dieses lange Kommando, wo ich aus den PO-Files MO-Files mache. Und dann kann ich am Schluss wieder das gleiche Sphinx Make-Kommando machen, um die Zielsprache zu bauen. Hier gibt es allerdings nach wie vor das Manko, man kann so immer nur eine einzige Sprache bauen, weil dieses Make-Target von Sphinx baut ja ein einziges Verzeichnis und kann dementsprechend auch nur einmal eine einzige Sprache bauen. Ja, das ist so, sag mal, der aktuelle Stand von Sphinx, wie es ist, also was man aktuell mit 1.1 machen kann und was mit 1.2 jetzt kommen wird. Was jetzt zuerst kommt, sind nochmal ein paar Tipps zur Arbeit überhaupt mit IR18n. Also wie man, wenn man jetzt diesen Prozess nutzen möchte, den ich da gerade gezeigt habe, zur Internationalisierung seiner Dokumentation, was man beachten sollte. Ganz wichtig ist zum Beispiel, wenn man Code in der Dokumentation hat, sollte man die Zeichenketten alle in Englisch halten. Man sieht hier so ein Schnipsel von so einem ORM-Model und man sieht hier die rot markierten Strings. Das sind halt Bezeichner, die da gesetzt werden. Und die sollte man natürlich Englisch machen, denn Englisch werden wahrscheinlich die meisten Leute verstehen, die diese Dokumentation lesen, weil die Codeschnipsel werden ja nicht mit übersetzt. Denn dieses Make-Get-Text sammelt halt nur quasi alles ein, was nicht irgendwie in Sphinx als Code gekennzeichnet ist oder irgendwie anders sozusagen zu diesen Markup-Konstruktionen gehört, ne? Sondern es wird nur noch der rohe Text sozusagen eingesammelt, eventuell mit dem kleinen bisschen Markup, was drauf ist, um das zum Beispiel Text kursiv zu setzen oder solche Geschichten. Ja. Eine weitere wichtige Sache ist der Umgang mit URLs in Sphinx. Man muss nämlich URLs immer inline notieren, wenn man mit Internationalisierung arbeitet, also so wie in dem oberen Beispiel. Man sieht, da steht, man kann halt diese Python-Sources runterladen unter dem URL. Und es ist natürlich klar, wenn ich das jetzt an ein Übersetzungsbüro gebe, was die machen ist, die übersetzen Python-Sources zu Python-Quellen oder Quellcode oder whatever. So, wenn sie es auf Deutsch übersetzen. Was natürlich passiert ist, wenn ich das sonst mache wie unten, dann passt dieses Target nicht mehr. Weil was unten steht mit dem Punkt, das wird ja nicht mit dem Übersetzungskatalog gegeben. Das ist ja Teil des Markups und das landet nicht im Übersetzungskatalog. Das heißt, die Referenz unten wird nicht mit übersetzt. Python Sources Referenz passt nicht mehr. Das heißt also, das Wort oben findet keinen Link und hat dann auch keinen Link. Und dann fehlt da an der Stelle der Link. Und damit habe ich mir zum Beispiel beim ersten Mal eine ganze Menge Links kaputt gemacht, weil man das halt auch nicht gleich merkt. Und dann lief dann die Dokumentation aus und dann merkt man auf einmal die ganzen oder ein Großteil der Links laufen alle ins Leere. Das heißt, man muss die immer alle so inline notieren, weil dann kann man beim Übersetzen ja einfach den Link mit rüber kopieren.
Eine andere Lösung, wenn man dynamische URLs hat, ist Xlinks zu benutzen. Xlinks ist eine Konfigurationsanweisung von Sphinx selbst. Man kann in einem Dictionary Keys vergeben, die man hinterher in seinem Markup nutzen kann, und die Keys verweisen auf ein URL. Und man kann an einer Stelle, wenn man möchte, mit %s über Format einen String einsetzen. Hier ging es zum Beispiel darum, dass man diesen Link zu diesem PDF ausbringen kann. Und dass man aber hier die Möglichkeit hat, man sieht, da ist die Versionsnummer in dem Link drin und ich möchte halt gerne später mal die Versionsnummer ändern. Wenn Django 1.6 raus ist, möchte ich natürlich auf die Django 1.6 Dokumentation verweisen. Ich möchte aber nicht durch den ganzen Quellcode durchmarschieren, also von den RST-Files und überall 1.5 mit 1.6 ersetzen. Wenn ich das so mache, kann ich den Text in dem RST-File schreiben, wie man das unten sieht. Das heißt also, ich schreibe einfach Doppelpunkt Django PDF Doppelpunkt und damit wird dann diese Rolle benutzt, die ich oben definiert habe in Xlinks. Und hinten, was in den spitzen Klammern steht, würde eigentlich da eingesetzt werden, wo %s steht. In dem Fall ist das nicht nötig, also setze ich einfach einen leeren String ein und ich kriege da an einer Stelle diesen Link generiert. Und wenn ich mal für Django 1.6 dann die Dokumentation release, dann brauche ich einfach nur den X-Link setzen, neu setzen und alle Dokumentationsstellen, die diesen Link benutzen, ändern sich automatisch mit. Das ist dann eine ganz praktische Geschichte, um das zu umschiffen. Weil dadurch, dass ich das ja so geschrieben habe mit dem Django PDF vorne dran, kann ich ja den Inhalt in den Backticks trotzdem übersetzen und kann eben auf Deutsch dann da schreiben, Django Offline Dokumentation mit K oder was man da auch dann immer schreiben möchte. Für den Umgang mit Sonderfällen innerhalb von RST-Files ist diese IF-Config Directive sehr interessant, denn mit IF-Config kann ich Konfigurationsvariablen aus der Sphinx-Config abfragen und dafür Tests machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Test mache, ist die Language gleich Deutsch, kann ich in einer Datei, die ansonsten komplett Englisch ist, einfach zum Beispiel ein bisschen Text einfügen, der in dem Fall nur für deutsche Nutzer interessant ist. Ne? Und der ist dann auch nicht Teil des Übersetzungskataloges. Und ich habe eben die Möglichkeit, Ausnahmeregelungen zu definieren, die auch nicht im Übersetzungskatalog auftauchen sollen. Weil erstmal ist es für die Übersetzer verwirrend, wenn auf einmal statt Englisch Deutsch kommt. Und zweitens hat es da einfach auch gar nichts zu suchen. Und so kann ich zum Beispiel dann in einer bestimmten Datei Hinweise für jede Sprache in der Sprache geben, die nur für die Sprache interessant sind. Ja, es gibt trotzdem noch eine ganze Menge Probleme mit diesem Setup. Zum Beispiel gibt es eine Index Directive, mit der kann man in Sphinx am Schluss so ein Schlagwortverzeichnis generieren. Und wenn ich draufklicke, springe ich an die Stelle, wo dieser Index definiert wurde in irgendeinem Dokument. Das ist sehr praktisch. Leider werden diese ganzen Index-Strings nicht übersetzt. Das heißt, im Moment ist es am besten, erstmal den ganzen Index in Englisch zu schreiben und dann muss sich irgendjemand mal hinsetzen und das mal fixen. Wenn man eigene Templates macht, mit Sphinx ist es möglich, eigene Templates zu machen, das benutzt ja die Jinjar 2 Template Engine, dann werden die leider bis jetzt auch nicht übersetzt. Das heißt also, Fragen? Ah, okay. Ja, da habe ich nämlich in 1.2 noch nicht nachgeguckt, ob das drin ist, aber für 1.1 ist es nicht so dramatisch, man muss sich ein bisschen Jinjar-Code kurz schreiben, also von der Jinjar-API und das Ding dann kurz durch die Internationalisierung durchziehen, da hat man es auch mit drin, aber ja, bis mit 1.1 geht das auf jeden Fall noch nicht, in 1.2 ist es dann wahrscheinlich gefixt. Link-Check zum Beispiel prüft, es gibt so ein Make-Link-Check in Sphinx, damit prüft er alle Links, die in den RST-Dateien enthalten sind. Der prüft natürlich nur die englischen Links. Man möchte aber natürlich auch prüfen, dass die übersetzten Links richtig sind. Ganz besonders, um diese Fehler, die ich am Anfang gezeigt habe, mit den kaputten Directives zu vermeiden. Und das geht mit Linkcheck nicht. Eine Möglichkeit ist da, Linkchecker zu benutzen. Das kann man auf dem Python Packaging Index finden. Das ist ein Python-Tool. Und das ist ein Kommandozeilentool, was man über ein bestimmtes Verzeichnis einfach laufen lassen kann. Und ich habe mir da ein bisschen Code geschrieben, wo ich quasi erst eine bestimmte Übersetzung baue, zum Beispiel in Deutsch, und dann hinterher diesen Link-Checker über den kompletten deutschen HTML laufen lasse und der schneidet alle Links aus dem HTML raus und überprüft die. Und der Link-Checker kann auch die Link-Check-Ignore-Regeln von Sphinx verstehen. Das heißt, die kann man sozusagen damit reinziehen, ganz praktisch. Außerdem, da weiß ich aber auch nicht, ob das mit 1.2 schon gefixt ist, sämtliche übersetzten RST-Dateien generieren so eine Warnung, die aber vollkommen sinnlos ist. Das heißt also, und ich bin auch nicht das einzige Opfer davon, da findet man andere Leute auf Mailinglisten, die das auch schon hatten. Und es gibt aber keinen Fehler wirklich an der Stelle. Und ich habe auch noch nicht wirklich rausgekriegt, warum das generiert wird. Wir können das gerne gleich diskutieren. Genau, deswegen steht es ja hier, weil ich darauf aufmerksam machen wollte und Feedback wollte. Genau, ja,
Vorletzte Slide. Zeit ist ja gleich um. Was fehlt noch? Es gibt zum Beispiel kein Werkzeug, um die Dokumentation von allen Sprachen auf einmal zu erzeugen. Was ich schon vorhin erwähnte, baue ich für Deutsch, kriege ich ein Verzeichnis mit allen deutschen Sachen. Baue ich dann nochmal, rendert er alles auf Englisch und überschreibt natürlich das Deutsche. Das heißt, ich muss das erst aus dem Verzeichnis rauskopieren. Nächstes Problem, was ich dann sehe, ist, ich habe dann ein Verzeichnis, wo jede Dokumentation drin ist. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch. Ich brauche dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie so eine Landingpage, die vorne dran ist, wo steht, hallo, willkommen bei der und der Dokumentation, die gibt es hier in den und den Sprachen. Welche Sprache hättest du denn gerne? Was auch ganz sinnvoll wäre, wäre, wenn in dieser Seitennavigation, die es auf der linken Seite gibt, ein kleines Template drin wäre, es ist ja bloß Jinja, man kann das ja alles dynamisch gestalten, wo man einen Sprachenumschalter hinmacht. Diese Seite in der Sprache sehen, diese Seite in der Sprache sehen. So ein Template habe ich zum Beispiel schon geschrieben, da könnte ich vielleicht mal einen Pull-Request machen für Sphinx, damit das dann da eingebaut wird. Insofern gibt es ein paar Sachen, die jetzt nicht unbedingt Probleme sind, wie auf der Seite davor, aber die durchaus helfen würden, um ein mehrsprachiges Dokumentationsprojekt ein bisschen besser, schneller ins Netz zu kriegen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt gerne Fragen. Ja, gibt's Fragen? Du hast sie auf jeden Fall noch. Oder? Nicht? Achso, ich dachte, du hattest gerade wegen des Warnings da Anmerkungen gehabt oder so. Ein Bug ist, der da drin ist, aber können wir gleich nochmal drüber reden. Das okay. War irgendwie so ein Detail, wenn das stimmt, aber ganz sicher bin ich auch nicht. Ja, genau. Also ich habe es auch hier auf dem Rechner, kann man sich mal angucken, was passiert und so. Genau, ja. Ich weiß nicht, wenn es sonst noch Fragen gibt oder so. Ich bin auch noch alle Tage hier, wenn jemand später was einfällt oder eben online. Ich habe noch so ein ich habe mit Sphinx noch nie gearbeitet. Woher weiß Sphinx, welche Strings zu übersetzen sind und welche nicht? Ja. Also bei GetText und C wird doch das mit T markiert, oder wird es markiert. Genau. Und ich soll jetzt hier nichts sehen. Nein, ich muss hier auf die Seite. So. Ups. Und das ist hier so ein Projekt, was das benutzt und wir machen mal das hier auf. So, das ist jetzt so eine erst... Na Quatsch, ich habe sie gerade weggezogen, wie behämmert. Okay, so jetzt seht ihr das, was ich sehe, ja. Genau, und man sieht hier, das ist so eine Sphinx-Datei. Man sieht oben auch diesen berühmten Index, der zum Beispiel nicht übersetzt wird. Und man sieht dann zum Beispiel hier ein bisschen Fließtext und dann sieht man zum Beispiel hier wieder ein Sprungziel. Und diese Little Include lädt zum Beispiel an der Stelle Source Code nach. Und alles, was hier mit diesen zwei Punkten vorne dran ist, das wird zum Beispiel komplett ignoriert. Deswegen werden auch die Indexe... Es gibt da Sonderregeln. Es gibt da Sonderregeln auf jeden Fall. Komplett ignoriert war vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber viele dieser Dinge werden halt ignoriert und fließen nicht ein. Das heißt, also simpel formuliert könnte man sagen, alles, wo so wirklich Zeichen ganz links stehen, diese ganzen Textabsätze, die werden auf jeden Fall alle mit reingenommen, auch die Überschriften und so weiter, dass man das eben alles übersetzen kann dann am Schluss. Das landet also alles in diesen Übersetzungskatalogen. Okay. Genau. Ja, also an dem Beispiel hier sieht man auch sehr schön, dass das halt, dass so eine Dokumentation mit Sphinx schreiben auch sehr einfach ist. Ne? Das ist auch noch ein großer Vorteil von Sphinx und dem Markup. Ja, aber du hattest noch Fragen. Ja, das ist jetzt direkt im Anschluss daran. Diese Sonderregelung ist wahrscheinlich dann, wenn ich ein Bild einbinde oder so, oder eine Figure ist das, glaube ich, da gibt es ja dann Captions. Und die muss natürlich dann auch mit übersetzt werden. Wie landet genau. Das dann in diesen Files? Habe ich dann als Übersetzer, sehe ich dann einfach so einfach nur den Satz und ich weiß nicht, dass das jetzt eine Caption von einem Bild ist oder gibt es da irgendwelche Meta-Infos? Also hier ist auf jeden Fall also es ist nicht eine Caption, aber es ist ein Alttext für einen Graphis. Visualisierung. Ja, so auch, ja. Und die Frage müsste ich an den Herrn mit Bart da hinten, der anscheinend von Sphinx-Projekt zu sein scheint. Aber vielleicht weißt du es ja. Am besten ins Mikro bitte. Ja, also wie das eigentlich tatsächlich unten drunter funktioniert, ist, dass diese RST-Objektklassen, also zum Beispiel, die haben eine Markierung, ob es jetzt Textblöcke sind oder irgendwas anderes. Ja. Und alle Textblöcke landen automatisch in diesen GetText-Dateien und die kriegen halt ein bisschen Kontext, also die kriegen Zeilennummer im Original, im RST, wo das herkommt und solche Sachen. Und da gibt es dann halt ein paar Ausnahmen für genau diese Captions, die eben eigentlich keine Textblöcke sind, sondern irgendwo anders zugehören. Und da gibt es dann auch so eine Liste von ein paar Ausnahmen, welche denn da auch noch zusätzlich reinkommen als übersetzbare
Fragmente. Und wenn man da jetzt zum Beispiel diesen Indexteile machen würde, müsste man wahrscheinlich an der Liste so ein bisschen rumbasteln, dass das dann da auch reinkommt. Ja, genau. Okay, aufgrund der Zeit jetzt die letzte Frage. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar, ich kenne das nur von Django, dass man ja da einzelne Strings sozusagen als Übersetzer machen kann und die werden ja dann ins GetText reinkopiert und da merkt er, glaube ich, auch, wenn die sich dann im Englischen sozusagen ändern. Die Frage wäre jetzt hier, wo ist jetzt der Scope? Also bei so einem Fließtext, ist das dann irgendwie der Absatz? Oder? Genau, also wenn ich jetzt hier einen Absatz ändere, dann ändert sich auch der komplette Absatz. Was ich hier an der Stelle empfehlen kann, wenn man Projekte internationalisieren möchte, besonders Open-Source-Projekte, weil es dann nämlich kostenlos zu nutzen ist, ist Transifex. Das ist ein auf Django basierendes Projekt, wo man mit einem Kommandozeilen-Client seine PO-Dateien hochladen kann. Die Englischen, dann können die Übersetzer dort arbeiten mit einem sehr schönen Webinterface. Das heißt, es können auch Leute übersetzen, die von dem ganzen Prozess dahinter technisch keine Ahnung haben. Und man kann dann mit dem Client die übersetzten Kataloge runterladen und dann mit Git oder Mercurial einchecken. Und wenn man mit Transifex arbeitet, ist es so, wenn jetzt hier dieser Absatz nur 3 neue Worte hätte, dann würde ich in Transifex sehen, der Absatz ist neu, aber Transifex würde mir unten drunter einen Vorschlag machen, guck mal, der Absatz stimmt mit 98% mit dem Absatz überein, dann kann man den kopieren und muss nur die kleinen Teile anpassen. Das heißt also, das hängt ein bisschen von seinem Übersetzungstoolset ab, was man da benutzt, auch so professionelle Büros benutzen sowas ja auch. Wenn man jetzt nicht ein professionelles Übersetzungsbüro hat, dann ist Transifex da eine ganz gute Alternative dazu. Ja. Okay, vielen Dank nochmal.